Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich mit euch über meinen Kaiserschnitt reden. Also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber ich glaube, bei uns in der Türkei werden mehr Kaiserschnitte gemacht als wie in Deutschland. Und ich weiß, ich glaube, viele haben meinen Geburtsbericht nicht gesehen, deswegen kurz nochmal. Ich hatte einen Kaiserschnitt aufgrund einer Plazenta previa, das heißt, dass der Mutterkuchen nicht wie bei anderen üblich oben an der Wand, an der Gebärmutterwand hing, sondern genau den Ausgang zur Vagina sozusagen, den Ausgang versperrt hat und somit ich keine normale Geburt laut der Ärzte machen konnte. So, ein Jahr später. Ich wünschte mir, dass ich mich hätte damals ein bisschen mehr informiert und ich dachte, ich wäre schon informiert gewesen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt auch ein Jahr später, dass meine Ärztin aus Bequemlichkeit mir diesen Kaiserschnitt hat gemacht. Also sie ist zu mir gekommen mit der Begründung, du würdest innerlich verbluten, wenn wir auf deine Wehen warten würden. Und es könnte sein, dass du so starke Blutungen bekommen könntest, dass du ja, daran sterben könntest. Ich so, what? Natürlich sofort Kaiserschnitt, ne? Weil man ist ja total uninformiert und ich war auch bei einer anderen Ärztin und die hat auch natürlich dasselbe gesagt und ja, dann habe ich so gedacht, ja, okay. So, ich hatte bis zum letzten Tag eine Plazenta previa, nicht mehr totales, sondern partiales. Also der Mutterkuchen hat nur noch zum Teil sozusagen den Ausgang versperrt und jetzt frage ich mich ein Jahr später, ob ich auch mit dem zum Teil vielleicht doch eine normale Geburt hätte machen können. Zu meiner Narbe, zu meinem Bauch kommen wir später. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich möchte jetzt nicht heulen, aber ich werf mir das nach einem Jahr immer noch vor. Das ist so bescheuert. Hätte das vielleicht auch anders laufen können, weil der Grund, also ich hatte an dieser Geburt echt zu knabbern. Der Grund ist einfach, ich wollte auf Krampf eine normale Geburt. Ich habe bei Hamza jetzt dieses. Ich weiß noch nicht mal, was eine Wehe ist. Ich habe das Gefühl nach einem Jahr immer noch, dass ich ihn nicht geboren habe. So, man hat ihn mir einfach sozusagen entrissen, habe ich dieses Gefühl. Also, er ist ein Apfel. Der Apfel konnte nicht selber vom Baum fallen, als er reif war, sondern er wurde einfach abgepflückt. So müsst ihr euch das vorstellen. Und so habe ich auch dieses Gefühl. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich ihn nicht habe. Das ist total bescheuert, ich weiß. Und ich habe halt nach einem Jahr immer noch damit zu knabbern. Und ich mache mir Vorwürfe. Und ich hätte so gerne eine normale Geburt gehabt. Und das war auch der Grund. Das war alles für mich so ein traumatisches Erlebnis, dass ich dann 5, 6 Wochen in Wochenbettdepression lag. Also ich hatte richtig heftig starke Depression. Keiner konnte mit mir reden. Ich bin sofort bei allem ausgeflippt und dann natürlich noch der Schlafmangel und alles drum und dran. Das war für mich jetzt auch ein Jahr noch später, wenn ich so daran zurückdenke. Boah, ich war so schlimm, ich war eine Furie, aber zum Teil denke ich so, du konntest eigentlich gar nichts dafür. Das war halt so. Natürlich hätte man sich das anders gewünscht. Hätte ich das Ganze erlebt, hätte ich eine normale Geburt gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Jede Geburt bzw. jeder Kaiserschnitt ist anders. Ich kenne Frauen, die haben einen Kaiserschnitt, die sind so gleich am nächsten Tag, zack, hier. Bei mir war das komplett das Gegenteil. Leute, ihr müsst euch vorstellen, euch wird der Bauch aufgeschnitten. Richtig komplett einmal aufgeschnitten und dann wird es wieder zugenäht. Das ist eine Operation, davon mal abgesehen. Also der Gedanke, dass vielleicht beim zweiten Baby das dann nochmal auf derselben Stelle aufgeschnitten wird, ist bei mir, da kriege ich schon Gänsehaut. Für mich persönlich, jeder kann das selber für sich entscheiden natürlich. Ich möchte da auch kein zu nahe treten oder sonstiges. Jede Frau hat das Recht für sich selber zu entscheiden, was er möchte. Geburt, normale Geburt oder Kaiserschnitt. Ich persönlich hätte immer, immer, immer die normale Geburt bevorzugt. Warum? Weil für mich einfach der Kaiserschnitt in die Kategorie Notfalloperation gehört. Also früher war das ja zumindest so, dass immer ein Kaiserschnitt immer nur dann gemacht wurde, wenn es eine Notsituation gab. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass es einfach nur noch, ach komm, schnelles Geld verdient, wir machen schnell Kaiserschnitt. So habe ich dieses Gefühl heute. Ich weiß, eine normale Geburt ist jetzt auch nicht gerade das Easy Peasy, ne? Aber ja, ich vermisse momentan einfach dieses Gefühl, was eine Wehe ist und wie wäre es gewesen, wenn ich Hamza selber auf die Welt gebracht hätte?
Hätte er sich vielleicht die 2 Tage Intensivstation sparen können, weil er durch diesen Kaiserschnitt zu viel Wasser in die Lunge bekommen hat? Und diese Vorwürfe mache ich mir halt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles so ein bisschen, ja. Zudem konnte ich mich 2, 3 Wochen lang nicht richtig um Hamza kümmern, weil ich so starke Schmerzen in meinem Unterbauch habe. Und auch heute kann ich fast sagen, dass mein Unterbauch bzw. meine Scheide, wenn wir das jetzt so sagen können, also der Anblick von vorne, da kann ich jetzt nicht sagen, wow, es ist richtig geil. Also der Anblick stört mich. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn das jetzt hier eure Scheide ist. Der Schnitt ist nicht bei mir hier oben, sondern mitten in der Scheide. Also ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen intim. Also mein Schnitt ist nicht hier oben, sondern mittendrin irgendwo. Und der ist auch nicht so klein wie bei anderen, sondern das ist bei mir ohne Scheiß so ein Schnitt. So ein Schnitt und bei anderen ist das so klein und ich frage mich, warum die das bei mir so riesig aufgeschnitten hat. Die Schmerzen, davon will ich gar nicht erst sprechen. Ich weiß, jeder empfindet Schmerzen anders. Ich bin eigentlich auch ein sehr unempfindlicher Mensch, aber diese Schmerzen danach, Leute, bam, ey, ich habe nur geheult, das war so heftig. Das Bauchaufschneiden finde ich schon echt eine harte Nummer, weil du hast ja auch deine ganzen Muskeln und so da und wenn du dich dann so anspannst, so, das geht gar nicht. Also ich konnte zum Teil nachts noch nicht mal so aufstehen. Ne? Ja, meine Narbe ist wie gesagt so groß und ich habe das Gefühl, beziehungsweise ein Jahr später, das tut immer noch weh. Also ich spüre diese Narbe komischerweise, aber an der Stelle, wo geschnitten wurde, ist auch komplett taub. Also beides in einem irgendwie. Ich habe das spricht sich irgendwie, ja, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber ich war halt danach nochmal zur Kontrolle und sie meinte, das ist alles super verheilt, am Arsch der Heide. Ich hatte nachher an diesem Kaiserschnitt, an diesem Schnitt, hatte ich nachher voll die Entzündung, der Eiter ist ausgetreten und das ist alles ziemlich eklig, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe das Gefühl, ich bin untenrum richtig... Das sieht echt scheiße aus. Das ist echt total entstellt. Ein Vorteil hat diese ganze Kaiserschnitt-Geschichte doch, da das ja alles taub ist und wenn ich zum Wechseln gehe, dann zack, merke ich natürlich da nichts mehr, wenn die Haare da rausgerissen werden. Aber jede Geburt hat so halt seine Vor- und Nachteile. Aber ja, ich bewundere wirklich alle Frauen, die eine natürliche Geburt hinter sich haben. Und ich beneide sie regelrecht, auch wenn es wirklich heftige Schmerzen waren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das alles vergessen ist, sobald man dann sein Würmchen in den Arm hat. Natürlich habe ich diese Schmerzen im Nachhinein auch vergessen. Nicht vergessen, ich weiß zwar noch, wie die da waren, aber es ist natürlich immer wieder schön, wenn man dann sieht, hey, dafür habe ich mein Kind jetzt und es ist gesund, natürlich, davon mal abgesehen. Aber vielleicht hat der ein oder andere auch Erfahrung damit und ich würde mich freuen, wenn wir uns untereinander austauschen können. Vor allem, was ist denn, wenn ich jetzt nochmal schwanger werde? Muss ich denn jetzt nochmal einen Kaiserschnitt machen? Wie lange muss dazwischen Pause sein, um dass die Narbe nicht aufreißt? Kann die Narbe überhaupt aufreißen? Ach, so viele Fragen. Und ja, das ist jetzt alles so ein bisschen... Und ich habe natürlich auch das Gefühl, ich konnte... Also mein Bauch hatte nicht die Möglichkeit, sich vielleicht rückzubilden wie bei einer natürlichen Geburt. Und das zeige ich euch gleich auch nochmal, meinen Bauch. Ja, aber ich konnte natürlich die ersten 3 Monate auch absolut keinen Sport machen. Vor allem wegen diesen Schmerzen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, wie das mir so erging. Und ja... Ich möchte jetzt natürlich keinen erschrecken, der vielleicht doch einen Kaiserschnitt bekommt. Es empfindet, wie gesagt, jeder komplett anders. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung gewesen. Und ja, ich wünsche euch allen viel, viel Glück bei eurer Geburt. Und dann würde ich sagen, hier meine letzten beiden Videos. Hier dürft ihr mich abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.